Ja, hallo und herzlich willkommen hier zu einem neuen Angespielt auf Münsterland TV, City of Gangsters. Ja, die Musik ist sehr laut, aber ich denke, das wird sich gleich regeln. Wir starten mit dem Charakter Fritz Sommer. Ein halbes Hemd ist er, natürlich männlich. In Chicago spielen wir und wir gehören zur Nationalität Deutsch. Wähle eine Stadtkompetenz, das ist ein nettes Gebäude. Was auch was bedeutet. Von daher viel Spaß hier mit dem Angezockt. Ich habe mich gegen das Tutorial entschieden, weil es einfach so viel zu lesen ist. Und ja. Ich hoffe, wir schaffen es. Also ich habe es ein bisschen angespielt, aber das ja. Endlich erreicht die große Stadt Chicago. Es ist das Jahr 1920, der Beginn der Gilded Age. Die Stadt ist wohlhabend, aber gespalten. Die nationalen Prohibitionisten Act hat gerade den Verkauf, was sind das die Nacken? Verkauft die Herstellung und den Transport alkoholischer Getränke im ganzen Land verboten. Okay, da ging es um den Alkoholverbot in den USA. Das Gesetz wird als ein Eingriff auf die Stadtbewohner und Einwanderer gesehen, die Abstinenzbewegung nicht unterstützen. Natürlich nimmt niemand in der Stadt dieses Gesetz ernst. Überall tauchen illegale Flüsterkneipen und Alkoholbetriebe auf und die Polizei lässt sich leicht überreden, wegzuschauen. Du erreichst diese Schmelztiegel mit ein paar Dollar in der Tasche und einem familiären Anknüpfungspunkt. Du wirst bei deinem Onkel Siegfried Franke wohnen. Er führt ein kleines Geschäft in der Stadt und wird dir alles zeigen. Du willst aber gar nicht das Familiengeschäft übernehmen. Du träumst von Größerem und hier gibt es haufenweise Möglichkeiten für jemanden wie dich, jemanden ohne Angst vor Risiken. Als du aus dem Zug aussteigst und die Wolkenkratzer und endlosen Menschenmassen betrachtest, da weißt du bereits, dies ist der Beginn von etwas Großem. Ja, wir schauen mal rein, was das Spiel so hergibt. So, da sind wir, das ist das Sommergebiet, wie man so nimmt. Drehen wir ein bisschen. So, es geht hier immer um Ecken. Wir haben hier unseren Charakter und hier unsere Gebäude. Im Augenblick haben wir ja nur das Gebäude vom Onkel, das ist glaube ich das hier, genau. Franks German Market. Und immer wenn wir auf einer Kreuzung stehen, können wir dementsprechend auch mit den Geschäften agieren, reden, handeln, ne? Also das insofern. Wenn wir jetzt hier reingehen, sehen wir jetzt einfach mal das, was unser Onkel alles hat. Das ist ein kleines Geschäft mit einem kleinen Lager und er produziert halt Wein. Immer 10 Stück pro 45 Tage, also 5 Runden, denn eine Runde ist immer 7 Tage lang. So. Dann haben wir die Möglichkeit, noch hier ist das Lager zu sehen. Das ist das Lager von unserem Auto. 100 Dollar und ein Baseballschläger. So wie schon mal Wein ist drin. Apfelwein ist drin. Im Topf. Ja. Bauholz ist drin. Heimbräu. Und Klinkerwein. Nee, Klinkerwein. Klinkerwein, okay. Das ist immer Klinkerwein. Es gibt bestimmt Begriffe, die man kennt, aber ich als Nichttrinker. Naja. So. Dann haben wir die Möglichkeit, im Hinterzimmer beim Onkel auch eine Produktion aufzubauen, ein Geschäft aufzubauen. Hier macht es ja Sinn. Wir haben es ja gerade hier gesehen, dass der Onkel Apfelsaft produziert. Und hier könnten wir anhand von Apfelsaft und Töpfen dementsprechend hier diesen Apfelwein produzieren. Das ist halt die Frage, ob wir den Markt im Gebiet dafür haben. Und ja, ich breche mal ab. Das ist alles so. Und dann sind wir wieder zur Straße, sehen wir so ein bisschen was. So. Hier haben wir jetzt eine Midway Hardware. So, das sind immer diese Zeichen, dass wir noch jemanden, dass uns noch jemanden Gefallen schuldet, weil er uns wahrscheinlich kennt von früher. Hier sind wir unser Onkel zum Beispiel. Ein Printer. So, ich würde sagen, wir lagern mal das, was wir haben, ins Auto. Da würde ich jetzt mal hier alles reinpacken. Genau, bestätigen. Oh, geht nicht.
Ja, aber geht nicht rein. Geht er nicht mehr rein? Achso, wer nicht mehr hat, oder was? Mhm. Er geht nicht rein. Okay. Das heißt, ich habe jetzt 9 Apfelwein bei. Fällt mir gar nicht, aber... So, jetzt können wir mal schauen. Und zwar gibt es so eine kleine Hilfe. Dass wir hier sagen können, wer Zutat Äpfel... Illegal Apfelwein. Ne, so, jetzt sehen wir hier drüben zum Beispiel. In dem Nachbargebiet ist Apfelwein. Und dazu müssen wir uns bewegen. Das ist immer so ein rundenbasiertes Spiel. Wir sehen hier, wir haben 2x Handlung und wir haben noch 10 Bewegungspunkte. Bewegungspunkte haben wir einiges. Von daher würde ich sagen, wir bewegen uns mal mit unserem Auto hier hin. So, mit Rechtsklick. Na, weiter geht nicht. Jetzt sieht man, jetzt haben wir keine Bewegung mehr. Und dann müssen wir die Runde beenden. So, hier sehen wir noch nichts. Wir müssen doch hier hin. Hier war doch irgendwo der Apple Wine. War das der? Okay, sind zu weit weg. Ich dachte, das war der. Hm. Ein kurzer Moment bitte. So, da ist es. Okay, dann gehen wir hier drauf, da drauf, dann können wir hier mit ihr reden. Du wirst das verkaufen oder kaufen, wegen diesem Gefallen, den du mir schuldest, reden wir drüber, wie du mir heute helfen kannst. Das können wir auch gleich noch machen, aber es ist 16%, vielleicht kriegen wir die noch höher. So, Folge ist verkaufen. Ich habe gerade etwas im Auto. Habe ich das im Auto überhaupt? Eigentlich ja. Gute Frage, nächste Frage, so. Wir haben doch hier Apple Wine im Auto, ne? Ja, da. Komisch. Apfelwein, ja. Ist auch im Auto, ne? Jetzt haben wir ja nicht im Auto, ne? Aber nicht im Auto. Lustiges Spiel. Einmaligen Verkauf tätigen. Ach, wir haben, wir haben den anderen im Auto. Wir haben den anderen Auto. Wir müssen mal zurückfahren. Ein kurzer Moment, bitte. So, wir müssen mal hier zurück. Ja, du sollst einfach nur die Figur nehmen. So. Und wir fahren wieder hier hin. So, können wir nächste Runde starten? Denn, ja, den nicht, den. So, wir haben den ja hier im Auto, ne? Und er möchte gerne den anderen haben. So, den haben wir im Auto. Also auch nur Apfelsaft, ne? Apfelsaft wollen wir ja gar nicht. Wir hätten es ja versuchen können. So. Den Apfelsaft brauchen wir auch schön nachher. Wir verkaufen hier Heimbräu. Über hiervon noch was rein. Ja. Und Klinkerwein. So. Wir sind wieder auf Kurs. So.
Klinkerwein. Der ist da hinten. Von Heimbräu. Sehe ich keinen. So. Das ist der. Guck mal rein. Klinkerwein, ja. Ah, guck mal, hier steht auf die 15. Guck mal hier rüber. Verkaufen. So, jetzt haben wir ein bisschen Geld gemacht. So. Jetzt müssen wir noch gucken. Der Heimbräu, den haben wir da. Das heißt, der Rest müssen wir noch aufdecken, ne? Und wir wollen Schwarzbrand haben wir noch, ne? Im Auto. Ne, Heimbräu haben wir im Auto. Heimbräu gibt's echt nirgends. Was ist das denn? Die Sauerboys, okay. So, es wird mal Zeit, dass wir jetzt nämlich hier gucken. Mal hier. Lass mal hier vorne hinfahren. Hier. Gucken, was das ist. So, sehr schön. So, jetzt haben wir hier auch einen Gefallen. Und wir sehen hier, wie jetzt uns genehm ist, ne? Gleiche Entität, also ist auch ein Deutscher, also. Und aufgrund meiner Freundlichkeit mag er mich sehr. Ist übertrieben mit 13, aber. So, weil wir keine Aktion mehr haben, müssen wir jetzt beenden. Nächster Zug. Oh, das habe ich glaube ich zu viel gemacht. So, wir haben auch nur zwei Aktionen, das ist das Problem. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier einen Koffer. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier eine Filiale aufmachen können. Okay, jetzt will er will 130 Dollar dafür haben und einen Gefallen. Haben wir ja. So. Jetzt sagen hast du okay. So, jetzt haben wir ein zweites und jetzt gehen wir mal hier rein, falls wir noch reden können. So, jetzt kann der nämlich hier noch ein bisschen. Wird ja noch ein bisschen ja, das Gebiet dazu holen, so dass das Syndikat hier immer mehr wird. Syndikat Sommer. Hm? Halt wichtig, so. Okay. Und wir müssen uns in der Zeit um den Ausbau kümmern. Brauchen dafür, ich glaube, ich weiß es nicht. So, fahren wir hier hin. So, Aktionspunkte haben wir keine mehr, also beenden wir. So, jetzt können wir hier sagen, haben sogar noch das Hofbräu dabei. Gucken, was der Ausbau jetzt kostet. Ich meine 800, ne? So, wir würden das jetzt hier machen. Wir brauchen 8 Stück. 800, ja. Können wir nicht bauen. Das 4 Holz haben wir, aber die 800 nicht. Hm. Denn im Lager sind 50, wir haben 185. Okay. Wir fahren nochmal hier hin. Ne, wir fahren nochmal hier hin. Und gehen mal hier rein. Das hier machen. Ich weiß es gerade nicht. Nee.
könnten irgendwo auch Schutzgeld erpressen. Nicht, dass es müssten, ne, aber... Dann müssen wir da zu dem Gebiet sein. Gucken wir mal hier. Schon gut, okay. Wir haben die Kontrolle übernommen, jetzt wird sich einiges ändern. Und der holt das dann auch immer ab hier. Sonst machen wir da nämlich Verlust auch. Okay. So, jetzt müssen wir auch noch das Hofbräu loswerden. Das Heimbräu, Entschuldigung. Aber wissen wir leider noch keinen, wer es nimmt. Und daher würde ich mal sagen, wir fahren mal nach hier oben. Und die nächste Runde so. Mission habe 5 Ecken. Okay. Vielleicht können wir hier noch einen dazu bringen. Ihr seht, es ist halt nicht ganz so einfach, ohne Tutorial zu spielen. Man sollte es spielen. Wer so Klickspiele mag, sich Aufbauspiele rundenbasiert, der ist, glaube ich, hier genau richtig. Für meine Begriffe ist es nichts. Nette Idee mit Gefallen und Vergrößerung und aber ich finde, sowas spiele ich auf dem Handy und nicht auf dem PC, aber das ist nur meine persönliche Meinung. Für alle, die es mögen, schaut es euch bei Steam an. Bis dahin. Euer Steffen. Tschüss.